Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Kanal. Heute möchte ich mit der Tomatenanzucht beginnen. Dazu habe ich hier wieder meine Samenbox und dort suche ich jetzt erstmal meine Tomatensamen raus. Zudem habe ich mir noch überlegt, ein bisschen Spinat auszusehen und schon ein paar Kohlrabi vorzuziehen. Da haben wir sie auch schon. Box wieder zu und dann kann sie auch schon zur Seite. Dann schauen wir mal zusammen, wie viele Tomatensamen sich in den letzten Jahren bei mir angesammelt haben. Dieses Jahr habe ich keine neuen dazu bestellt oder gekauft, da ich ja wirklich noch genug habe aus den letzten Jahren. Dann breite ich sie mal alle für euch auf den Tisch aus. Am liebsten würde ich ja fast alle aussehen, aber leider habe ich ja nicht so viel Platz. Daher muss ich mir gleich die Sorten raussuchen, die ich anbauen will. Unter anderem die German Gold, die Slatava, ich sortiere mal schnell die restlichen Tomaten für euch. Ich habe sie schnell nach Fruchtgröße sortiert, ganz klein, Cherry, normale Tomate und die etwas größeren Fleischtomaten. Jetzt können die Samen in die Erde, dazu beschrifte ich wieder zuerst meine Schildchen. Meine Anzuchtsets sind schon mit Anzuchtserde vorbereitet. Ich drücke in jedes Fach ein kleines Loch für die Samen. Und los geht es, in jedes Loch ein Samen oder auch mal zwei, da bei mir die Samen auch schon zum Teil ein bisschen älter sind, damit auf jeden Fall was aufgehen wird die nächsten Tage. Danach das Loch wieder andrücken und zumachen und das Schildchen rein, damit wir danach noch wissen, was wo gepflanzt ist. Hier hätten wir die German Gold. Als nächstes eine Sorte, die noch zu ist, habe ich gesehen, die ich bis jetzt noch nicht gepflanzt hatte, also bin ich da sehr gespannt. Und jetzt was für die Kids zum Verschenken. Eine schöne Naschtomate. Diese Tomatenpflanzen werden eher buschig und es wachsen gefühlt tausende kleine Tomaten daran, an denen die Kinder sich immer bedienen können. An den Minisamen kann man schon gut sehen, wie klein nachher auch die Tomaten werden. Weiter geht es mit der nächsten Größe Tomaten. Alle Tomaten, die eine Cherry-Größe haben. Und jetzt kommen wir zu den Tomaten, die eine normale Fleischtomatengröße haben. Hier fällt mir dann auch auf, dass ich die Slatava zweimal habe.
Also kommt eine wieder in meine Samenkiste. Ganz besonders bei diesen Tomaten mag ich die Hillbilly, die Sergeant Peppers, die Crushed Kent, die Okra in Purple. So viele Anzuchtskästen hatte ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, ich muss mir noch eins vorbereiten. Das habe ich jetzt schnell gemacht. Hier ist noch ein weiteres. Und spontan nehme ich noch die Alice Dream dazu. Bei so vielen Tomatensamen, die ich habe, kann ich mich nie wirklich entscheiden und es werden immer viel mehr, wie ich ursprünglich aussehen wollte. Wie bereits erwähnt, sind einige Samen ja schon etwas älter und ich befürchte, es wird nicht jede Tomate aufgehen. Und mindestens die Hälfte der Pflänzchen werde ich dann noch verschenken. Also denke ich, dass ich am Ende nicht so viele Pflänzchen habe. Werde ich jetzt schnell noch ein paar Kohlrabi-Samen in die Erde bringen, damit wir auch bald schon Kohlrabi ernten können. Okay, ich finde, das kann sich sehen lassen. Jetzt die Erde noch schön anfeuchten. Häubchen oben drauf und ab auf die Fensterbank. Den Spinat pflanze ich direkt raus und wie schon erwähnt, habe ich nicht so viel Platz. Ich mache das meiste in Hochbeeten, Pflanzgefäßen oder in Blumenkübeln. Vielleicht kommt dieses Jahr noch ein kleines Stückchen Wiese dazu, das ich für meine Tomaten nutzen werde, das ich umgraben werde. Aber das muss ich mal noch schauen. Der Schnittlauch rechts und links von letztem Jahr ist nochmal super gekommen. Da habe ich mich super drüber gefreut. Und jetzt schnell die Spinatsamen unter die Erde, dass dieser auch schnell wachsen kann und ich mich dort auch über eine Ernte freuen kann. Da für später noch Regen gemeldet ist, werde ich das Angießen der Natur überlassen. Gleich werden ein paar Erntebilder von letztem Jahr folgen. Ich freue mich, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt und meinen Kanal abonniert.